Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Commentary auf meinem Kanal, hier euer Maxro und ja, ich melde mich zurück. Wer Facebook verfolgt hat, weiß, dass meine Maus den Geist aufgegeben hat, ich nicht mehr spielen kann und deswegen eigentlich nur auf der Xbox unterwegs bin. Aber am Anfang mal zum Gameplay, es ist hier Black Ops Nuketown, gespielt mit der AUG, mit Double Max und Hardline, Sleight of Hand und Ninja als Perks, Streaks, ganz normal Gebäsche mit Chopper Gunner und das ist ein Gameplay von Pascal, danke an dir. Ja, wie es jetzt ist, ich kann im Moment gar nicht spielen. Heute ist Donnerstag. Ich werde morgen oder heute, wenn ich es noch schaffe, meine Maus nach Amazon zurücksenden. Die werden die dort dann umtauschen. Ich werde sehr wahrscheinlich eine neue kriegen. Da meine Maus einen kompletten Kabelbruch hat, plus dass die Tastatur, die rechte Taste ein bisschen kaputt ist. Ich habe keine Ersatzmaus, also ich habe auch keine Maus, mit der ich zocken kann. Und deswegen muss ich dann, schätze ich mal, 1,5 Wochen, 2 Wochen mal ohne Zocken auf dem PC auskommen. Und das ist auch der Grund. Natürlich, die ganzen Xbox-Leute werden sich jetzt in Ast abfreuen, weil die haben bestimmt schon gemerkt, dass ich im Moment dauerhaft auf der Xbox online bin und eigentlich da nur noch im Call of Duty 4 und 6 spielen bin. Und es macht mir auch im Moment eigentlich relativ viel Spaß. Das Problem ist bloß, dass der Modus, den ich auf PC gespielt habe, Suchen und Zerstören, auf der Xbox der größte Scheiß ist. Also außer Tuber und Trickshotter ist da eigentlich nichts los. Also wenn man keine Trickshotter hat, dann hat man Tuber, die nachher Trickshotter werden beim letzten Kill. Und ich glaube, der ganze Modus wird auf der Xbox ein bisschen falsch verstanden. Ich keine Ahnung, ob das normal ist und das immer schon so ist. Aber ich glaube, wäre ich jemals wirklich zur Xbox gegangen, hätte das mich schon abgeschreckt und ich wäre wieder zurückgerannt. Weil ja, ich bin halt Such- und Zerstören-Spieler und das ist auf der Xbox überhaupt nicht möglich. Das andere ist, ich habe Battlefield 3 hier rumliegen, für die Xbox auch, da ich ja auf dem PC jetzt auch kein Battlefield mehr spielen kann. Mein Problem ist, ich habe hier Battlefield 3, das sind 2 CD, super schön, sehr geil, aber ich brauche einen Registrierungscode. Und ich habe keine Ahnung, wo ich das Ding herkriege. Eigentlich sollte das wohl dabei sein, aber ich habe es von meinem Bruder bekommen und der hat den schon benutzt. Und ich weiß nicht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, trotzdem zu spielen. Wenn jemand weiß, ob da man trotzdem mitspielen kann oder ob jemand einen zweiten oder dritten davon zu Hause rumliegt, wäre das mal geil, wenn er es drunter postet, ob ich dann einfach spielen könnte. Weil im Moment habe ich die CD liegen, kann die Kampagne spielen, aber das war es auch schon. Der Rest ist irgendwie nicht möglich. Und ja, was kann man also noch jetzt sagen? Das Einzige ist wirklich, dass ihr mir Gameplay schicken sollt. Ich habe es auf Facebook geschrieben, aber da habe ich noch nicht die große Zuschauerzahl drauf. Also ich habe bei Facebook jetzt 36, 37 Likes. Ist natürlich klar, bei 1100 Abonnenten fast, dass das so eine kleine Zahl ist, die mich auf Facebook hat. Und die wissen natürlich dann nicht Bescheid. Ich kann keine Videos machen, weil ich einfach keine Gameplays habe. Und deswegen, wenn ihr Gameplays habt, am besten immer so 5 bis 8 Minuten. Länger geht natürlich auch, wenn sie schön sind. Alles, was ihr habt, am besten außer MW3. Also ich werde jetzt noch einen MW3 Gameplay bringen, aber auch nur, weil ich den Typen, der mir das geschickt hat, relativ nett finde und der auch schon Ewigkeiten von mir Abonnent ist. Das ist so eine kleine Ausnahme, aber an sich würde ich mich über Black Ops, wenn es nicht nur Nuketown ist, relativ freuen. MW2, MW1, Call of Duty 5, Battlefield, was ihr wollt, Battlefield 2, Battlefield 3, ist mir egal. Einfach mal ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Gameplays und dass ich das komplett kommentieren kann. Also 5 bis 8 Minuten so Standardvideos, wenn ihr Lehrer habt, ist auch kein Problem. Es sollte jetzt nicht halt über die halbe Stunde sprengen. Es sei denn, ihr habt selbst Bock noch auf eine Viertelstunde labern, dann könnt ihr mir das Gameplay senden und sagen, du Steffen, hast du Lust auf ein Dual Commentary? Ich hätte da mal einen 25 Minuten Rush Gameplay oder sowas. Dann könnt ihr natürlich dann, werde ich sagen, ja, sucht euch genug Themen, sucht etwas raus, womit ihr wirklich auch die ganze Zeit überbrücken könnt und dann rede ich gerne mit euch, macht das Gameplay, ich renne das nachher und lade es bei mir hoch, das ist gar kein Problem. Und wenn ihr an sich Lust auf Dual-Commentaries habt, ihr müsst einfach nur ein Gameplay und ein Thema haben, dann ist das bei mir gar kein Problem. Also ich lade sowas gerne hoch. Ihr müsst einfach, wie gesagt, ein Thema haben, ihr müsst ein Gameplay haben und dann können wir das ganz gerne mal machen. Müsst ihr einfach mir einfach bei YouTube mal eine PN schicken. Und ja, eine Sache gibt's noch zu klären. Ich möchte gerne meinen kompletten Background und meine Intro wechseln. Das heißt, jemand, der saugut Intros machen kann, sollte sich vielleicht auch mal per PN bei mir melden. Und keine Templates, also ich habe schon ein riesengroßes, also ich weiß auch genau, was ich haben möchte und so soll das auch ungefähr ablaufen. Deswegen, wenn ihr wisst, ihr seid gerade an den Anfängen, dann lieber nicht, weil das ist echt was Schweres, was ich von euch erwarte, weil ich habe schon komplett das ganze Intro im Kopf und das wäre, glaube ich, für einen Anfänger etwas schwer hinzukriegen. Backgrounds könnt ihr mir auch ganz gerne mal einfach eine PN schicken. Hoffe, es hat euch gefallen, hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, überhaupt was von mir zu hören. Und ich werde versuchen, heute oder morgen mit meiner kaputten Maus, solange die noch da ist, ein Counter-Strike 1.6, ja, Bot-Gebäsche aufzunehmen. Vielleicht funktioniert es ja einigermaßen mit meiner Maus. Und das werde ich dann auch noch, ja, in 2 Tagen hochladen, Sonntag, einfach so Überbrückung und dann passt das auch schon. Und wenn ihr halt genug Gameplays einsendet, kann ich natürlich ganz normal Videos weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like und verbreitet es. Euer Max und ich würde sagen, jupp, ciao.